Hallo und herzlich willkommen zu The Last of Us Part 2. Solltet ihr den ersten Teil noch nicht kennen, habe ich für euch in der Videobeschreibung unten einen Link hingesetzt von dem ersten Teil, den ich Let's Played habe. Und ansonsten wünsche ich uns viel Spaß und starten wir los. Ich bin schon sehr gespannt, wie das weitergeht jetzt. Das hat ja doch sehr kritisch aufgehört. Weiß nicht, was passiert ist. Ich sollte sie zu den Fireflies bringen und dann gehen. Wir haben zusammen das halbe Land durchquert. Sie suchte nach einer Bedeutung für ihre Immunität. Irgendwann habe ich selbst an diese Heilung geglaubt. Vielleicht wollte ich sie nicht hängen lassen. Dann kamen wir an. Bei den Fireflies. Durch sie hätten sie tatsächlich ein Heilmittel entwickelt. Aber dabei wäre sie gestorben. Gütiger Gott. Doktor? Was machst du hier drin? Du kannst sie nicht mitnehmen. Das war es eine geht üble um die Situation. Zukunft. Denk an die Leben, die wir retten. Scheiße, Mann, Joel. Das ist sein Bruder. Was hast du gemacht? Sie gerettet. Ja, ob das die richtige Entscheidung war, ich bezweifle es immer noch. Für die ich Menschheit komme hier raus, Kleine. Ich hab dich. Sicher die Ausgänge. Lass sie nicht entkommen. Scheiße. Verdammt. Das ist... wirklich krass. Wie viel weiß Ellie? Sie glaubt, es waren nur Tests und ihre Immunität bedeutet nichts. Ich denke, Ellie hätte sich geopfert dafür. Das hat Bin sie ich geglaubt. Mir sehr sicher. Sie hat es so hingenommen. Wir sollten zurück. Also eigentlich sollte er ihr mal die Wahrheit sagen. Das fliegt ihnen irgendwann bestimmt um die Ohren. Da fehlen nur ein paar Saiten an der Gitarre, ne? Aber finde ich gut, dass sie eine kurze Zusammenfassung machen, was im ersten Teil passiert ist. Also die Grafik sieht genauso aus wie vom ersten Teil, dem Remake, was dieses Jahr rausgekommen ist. Sehr nice.
Ich bin mal gespannt, ob die Steuerung dieselbe ist. Ich gehe mal stark davon aus. Boah, sieht das geil aus. Hier hat das letzte Mal aufgehört. Es sieht echt genauso aus wie im ersten Teil. Aber bis jetzt ist es eigentlich ganz friedlich hier. Sind keine Zombies in der Nähe, gar nichts. Okay. Oh, okay, hier sind wirklich sehr viele unterwegs. Das finde ich ganz angenehm. Im ersten Teil war halt schon wirklich okay, ich mach das. So gut wie nie irgendjemand zu sehen. Und wenn, dann waren das eigentlich mal nur Feinde. Okay. Was wir vorhin besprochen haben. Ich hätte es wohl genauso gemacht. Ich nehm's mit ins Grab, wenn's sein muss. Ja, Brüder halten zusammen. Bis später, Tommy. Oh, ich finde die Musik immer so schön bei The Last of Us. Oh, da bin ich mal gespannt. Ellie? Scheiße. Mann, hast du mich gerade erschreckt. Ich hab geklopft, aber... Hey. Hey. Was ist denn, Joel? Ich schau noch mal rein. Die Leute... Sie reden davon, wie beeindruckt sie sind von dir und... Und wie gut du... Hier hilfst. Ist doch schön. Ja. Tommy und ich sind neulich ausgeritten. Und er... erzählte einen Witz und ich dachte an dich. Oh Mist, ich hab's vergessen. Irgendwas mit einer Uhr. Was ist der... Joel, es ist ziemlich spät. Und ich muss in ein paar Stunden ja, aufstehen. Ja, ich weiß. Ich lass dich gleich in Ruhe. Ich wollte nur... Ich will dir etwas zeigen. Gib mir nur eine Sekunde.
Oh, ist das süß. Also, Joel verhält sich ganz anders als im ersten Teil. Im ersten Teil war er immer sehr ablehnend. Und wie hat Was sich das ist jetzt das? momentan gewendet? Manche nennen das hier Gitarre. Lustig. Soll ich was spielen? Okay. Sie weiß nicht, was eine Okay. Gitarre ist. Okay, na, in so einer Welt. Aber er hat jetzt schon mal Saiten raufgezogen, ist auch gut. Versprich mir, dass du nicht lachst. Werde ich nicht. Für sowas muss ich mal lachen dann. Ehrlich. Ich verlasse mich drauf. Oh. Was muss ich machen? Ah, okay, ich verstehe. Ist das schön? Oh, wie süß. Oh mein Gott. So, das war's. Ich würde den so gern jetzt knuddeln. Naja, gar nicht mal so übel. Was? Na, das ist doch schon was. Sie gehört dir. Nein. Nein, nein, nein. Ich habe doch keine Ahnung. Ich habe versprochen, es dir beizubringen. Oh. Hast du. Na, was sagst du? Morgen Abend? Erste Stunde? Okay. Gott, ich würde ihn gerade Okay. so gerne knuddeln. Wirklich. Okay. Oh, ist das süß. Weißt du den Witz wieder? Warum sollte man keine Uhr essen? Es verschlingt Zeit. Ist der doof. Das ist dämlich. Ja. Denken wir gerade dasselbe. Träum schön. Oh. Ja, aber ich verstehe nicht, warum Ellie so anders ihm gegenüber ist. Im ersten Teil war das halt so, dass sie immer mit ihm irgendwie voll eng sein wollte, so wie Vater-Tochter. Und jetzt hat sich das irgendwie gedreht. Aber die haben es nicht erklärt, warum das so ist. Okay. Hey. Morgen. Sorry, ich habe total verschlafen. Gib mir eine Minute, ich zieh mich schnell an. War wohl noch ganz schön was los, als ich weg war. Ich
Sie hat mich geküsst. Das war einfach nur typisch Dina. Es hatte nichts zu bedeuten. Ich meinte eigentlich deinen Streit mit Seth. Warte. Du und Dina? Oh. Ich dachte, dass... Wir sind eine Woche getrennt und du machst dich an sie ran? Unangenehm. Nein. Sie wollte dich bestimmt nur eifersüchtig machen. Ich hab nicht... Ich würde echt nie... Oh, fuck, ist das peinlich. Ich zieh dich nur auf, Mann. Es ist mir egal. Oh, wie fies. Oh, ist das fies. Du bist so ein Idiot. Schon eine schräge Nummer von dir. Ist das gemein. Wir sind schon spät dran. Okay. Riecht okay. Okay. Packen wir das mal ein. So. Ja. Knarre ist das Wichtigste, würde ich mal sagen. Obwohl, da scheint ja echt friedlich so zu sein. Also, ich habe jetzt noch keine Gegner hier gesehen. Auch außerhalb von den Umzäunungen, sage ich mal. Messer. Hey, ist Joel wach? Im Norden wurden Infizierte gesichtet. Ja, ihn und Tommy früh losgeschickt. Oh, scheiße. Ja, aber bestimmt nicht lang geschlafen. Jedenfalls nicht so lang wie du. Klappe. Ich wollte gerade aufstehen. Wirklich. Hast du alles? Ja. Pass auf, du bist heute Morgen das Stadtgespräch. Was? Hab ich das richtig verstanden? Du hast Dina geküsst. Sie hat mich geküsst. Und deshalb nannte Seth dich was nicht so Nettes. Yep. Tomaten? Joel ihn geschlagen? Ja, geschubst. Und dann warst du sauer auf Joel. Den Teil raff ich nicht. Wenn sie jetzt noch Salz Mann, haben? Nach, richtig Mann. Geil. Klingt aufregend. Hey, Jesse. Hey. Ist echt so ein bisschen wie in The Walking Dead, ne? Finde ich geil. Finde ich geil, dass sie sich da alle zusammengeschlossen haben, zusammenhalten. Hey, also... Alles okay bei uns? Bei dir und mir? Ja, natürlich. Das mit Dina ist vorbei. Ich weiß. Ich will nur nicht, dass du denkst... Ellie, alles cool. Versprochen. Ich glaube, so eine Situation sind nicht selten in so einem kleinen Dorf, sage ich jetzt mal. Trotzdem unangenehm. Mhm. Oh, Hundi. Hundi. Hey, hey, mein Alter. Ja, lass dich kraulen. Wie spiky. Hey, Jesse. Oh, hi. Okay. Hier rein, oder was? Jetzt kann ich. Den wollte er noch nicht. Nein. Wo ist Maria? Hinten. Entschuldigung. Ellie. Komm bitte mal her. Seth möchte dir etwas sagen. Ich will nicht hören, was dieser Heuchler zu sagen hat. Tu es für mich. Bitte. Na schön. Seth. Seth, komm her. Scheiße. Hey. Okay. Letzte Nacht habe ich... Ich habe zu viel getrunken. Klar. Ich versuche mich zu entschuldigen. Maria hat gesagt, dass du mit Dina losziehst. Ich habe hier ein paar Sandwiches. Okay. Mit Steak. Wollen wir wissen, was da passiert ist? Ich glaube nicht. Danke, Seth. Mir fällt dicke Luft. Ja, also... Passt auf euch auf. Yep. Ich weiß das zu schätzen. Was hast du da? Heuchler-Sandwiches. Mm.
Riecht gut? Gern dir. Sicher? Sicher. Ich bringe euch raus. Okay. Und jetzt ein Sandwich wäre auch nicht schlecht. Boah, wie viele hier? Hallo? Das gefällt mir, dass man hier nicht mehr so einsam durch die Gegend läuft. Wenn du rausgehst, möchte ich, dass du Tommy und Joel ablöst. Die Jungs sind schon viel zu lange da oben. Wo treffe ich sie? Geh zum Posten im Nordwesten, da sollten sie heute noch hinkommen. Sei vorsichtig, in letzter Zeit wurden sehr viele Infizierte gesichtet. Na klar. Ich wollte mir die Bachpfade vornehmen. Das müsste dann niemand anders übernehmen. Early, kennst du die Bachpfade? Nicht gut. Dina war schon oft dort. Dann übernehmt ihr beide das. Das wäre geklärt. Ich werde versuchen, nicht so viele Parallelen zum ersten Teil zu zeigen oder zu nennen, falls ihr das noch nicht kennt und nicht gespoilert werden wollt. Aber manchmal ist es halt nicht vermeidbar beim zweiten Teil. Dann, ne? Ich weiß nicht, was mit dir und Joel los ist. Maria, du bist ihm sehr wichtig. Das würde ich aber auch gerne wissen. Und er wollte bestimmt nicht das. Alles okay. Ja? Ja. Okay. Okay. Dann entschuldige. Pass auf. Mach ich. Hey, Dina, es gibt Arbeit. Gib mir eine Minute. Bringst du deine Freundin bitte zu den Stellen? Oh mein Gott. Unangenehm. Hey, Dina. Können wir reden? Hey, Leute, ich bin raus. Ach, Mann. Für wie lange? Puh. Hey. Tut mir leid, dass ich gestern einfach abgehauen bin. Oh, kein Problem. Ich verstehe das. Ich fühle mich nur mies. Warum? Na, weil ich schuld an dem Ganzen war und ich hätte dich nicht einfach vor allen Leuten küssen sollen. Und du warst betrunken, schon okay? Trotzdem, ich will nicht, dass du denkst. Nein, ich interpretiere da nichts rein, also. Weißt du, was ich an dir liebe? Dass du mich immer ausreden lässt. Okay, wir sollten wohl langsam los. Au! Was soll das? Ich spiele doch nicht mehr mit! Weil du feige bist? Feigling! Ich hasse ihn so sehr. Machen wir sie fertig? Ja, gerne. Ihr wolltet es so? Lauf lieber, ihr kleinen Scheißer! Okay. In Deckung! Los, los! Oh, Treffer! Ja, ich meine... Okay. Nimm das! Oh. Getroffen! Ich wurde schon wieder getroffen! Oh, gefällt dir das? Oh, was steht, du Zwerg? Na, warte, oh, ich richtig, verdammt. Zwerg! Kann ich auch rennen? Nicht wirklich. Nicht so wirklich. Da oben steht auch einer. Ja, lauf lieber! Lauf lieber! Noch einmal, komm. Ha! Und das ist auch gemein. Ja, es war unfair. Hey! Wollt ihr noch mehr? Damit kommt ihr nicht davon! Das finde ich schön, dass sie halt für die Kinder halt auch so ein bisschen was in Unterhaltung haben. In so einer Welt ist das echt wichtig, finde ich. Dass sie so ein bisschen Kindheit erleben. Bin wohl selber schuld, was? Yep. Okay. Gehen wir. Also, Jesse will, dass wir die Bachpfade nehmen. Er löst Joel und Tommy ab. Oh, schön, dass er uns losgeschickt hat. Mir wird die Strecke gefallen. Guten Morgen. Morgen. Achso, Schwierigkeitsgrad habe ich normal gewählt. Danke. Mal gucken, wie schwer das damit ist. Ich bin ja immer beim Zielen, beim Shooter nicht so gut. Aber vielleicht lerne ich das ja jetzt einfach mal ein bisschen besser. Braves Mädchen. Schau, wer da kommt. Danke. Na los. Okay. Aber bis jetzt ist das Spiel eigentlich ganz entspannt, muss ich sagen.
sieh an, wen haben wir denn da? Ja, ja, ja. Einmal für dich. Und einmal für dich. Öffne das Tor. Ganz ruhig, Kinder. Okay. Ihr wisst, wie es läuft. Den Routen folgen, Logbuch führen, alle Infizierten töten. Wenn ihr irgendwas nicht alleine schafft, kommt zurück. Spielt nicht den Helden. Okay. Ganz wichtig. Dann mal los. Ich liebe die Musik, wirklich. Das ist so schön. Hier. Also ich kann euch echt empfehlen, hört euch das über Kopfhörer an. Das ist einfach echt gut. Hält da keiner Wache, wenn die alle da schlafen? Ich würde das so machen, dass einer Wache hält immer und dann im Wechsel oder so. Okay, da hinten ist auf jeden Fall einer, der Wache hält. Das ist gut. Hey. Was hast du geträumt? Hab ich geredet? Du wirst wieder mit den Zähnen geknirscht. Wo warst du? Hol dein Zeug. Ich will dir was zeigen. Was? Vertrau mir. Ich habe keine Ahnung, wer die beiden sind. Na los, hier lang. Oh, ich glaube, wenn man so einer Welt sich erkältet oder richtig so eine Lungenentzündung oder irgendwas sich holt, dann hat man echt die Arschkarte gezogen. Willst du echt nicht, wenn man nicht gerade einen Arzt dabei hat, der auch an Medikamente rankommt. Nein. Kannst kaum erwarten. Dann war's das, glaube ich auch. Kannst du es mir nicht einfach sagen? Du musst es sehen. Ach, hey. Warum wanderst du ganz alleine hier draußen herum? Ich war unruhig. Du auch? Kommt mir vor, als wird's weiter nach Süden immer schöner. Willst du weiterfahren? Den ganzen Weg bis nach Mexiko? Ich habe drüber nachgedacht. Wir könnten Mannys Heimat sehen. Was? Ja. Ich glaube nicht, dass sie seinen Geschick so, macht die das immer so? Nein. Ach so, wenn ich renne und mach dann den hier, dann macht die den. Okay, ich verstehe. Das hast du alles im Dunkeln gemacht? Komm. Ja. Na komm schon. Ja, aber da sind auch noch so eine Spuren. Warum? So. Okay, verstehe. Nimmt sich nichts. Wenn wir so weitermachen, sind wir für den Trip nachher zu müde. So weit ist es nicht. Hey, ist Mel okay? Sie ist in letzter Zeit so durch den Wind. Sie kommt schon klar. Sei nicht so komisch, du machst mir Angst. Ich bin ganz normal. Willst du dich von Mel trennen? Was? Nein. Hättest du wohl gern. Ich hatte genug, danke. Autsch. Nicht jeder ist so anmutig wie du. Ist doch klar. Was ist das? Du kriegst das hin. Das ist zu hoch. Na los.
Chef! Hey, sieh mich an. Abby. Ich bräuchte ja erstmal eine Pause, denn wenn mir sowas passieren würde. Und erstmal wieder runterzukommen. Krass. Owen, müssen wir hier lang zurück? Nimm es als Gelegenheit, dich deinen Ängsten zu stellen. Wie wär's, wenn ich dir in den Arsch trete? Abby, hör auf zu... Die haben sich lieb. Darf ich? Okay. Danke für die Hilfe. Ist es das? Ah, okay. Die sind also auf dem Weg zu... zu uns da eigentlich hin. Okay. Eine verdammte Stadt. Ja. Hast du schon jemandem erzählt? Du solltest es zuerst sehen. Sie patrouillieren von der Stadt zum Außenposten. Da drüben. Dazwischen gibt's noch mehr Posten. Sie haben Strom... Waffen. Es sind viele Leute. Wir kriegen das schon hin. Ja, sind die beiden jetzt gut oder böse? Wollen die jetzt da angreifen oder was haben die vor? Und wenn er da drin ist, wie kommen wir zu ihm? Okay. Wir fangen eine Patrouille ab, fragen nach ihm und dann... Hm. Ich weiß nicht. Können die ihn vielleicht irgendwie rauslocken? Ja, okay. Die geben uns bestimmt gern alle Informationen. Dann zwingen wir sie eben. Hörst du dir eigentlich zu? Hast du eine bessere Idee? Was ist denn los mit dir? Alles schwanger. Oh. Okay. Aber es ist nicht nur das. Sollte ich gratulieren? Wenn die anderen das sehen, werden sie umkehren wollen. Wir überzeugen sie. Stimmt's? War klar, dass ich nicht auf dich zählen kann. Abby, ich will, was du willst. Aber nicht um jeden Preis. Wollen die Rache üben an jemanden oder was? Wir sehen uns in der Lodge. Okay, ich bin jetzt schon verwirrt. Das ging schnell. Ich finde sie nicht unbedingt sympathisch, muss ich dazu sagen. Sympathisch ist anders. Leck mich. Ja, klar. Alleingänge sind immer gut in so einer Welt. Okay, dann würde ich sagen, mache ich hier einen ganz kurzen Schnitt, denn ich glaube, jetzt geht das Spiel richtig los.